Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch des Zen-Garten Paraguays. Und Sie sehen, heute hat sich schon was verändert. Und zwar, ich habe wärmere Kleidung an, ich habe einen Rolltragenpulli an und eine Fließjacke. Warum? Hier wird's Winter. Das heißt, nachts unter 10 Grad und in der Früh etwa, 10, 15 Grad. Und genau das haben wir gerade. Wir haben gerade 15 Grad. Höchstwerte sind erwartet 25 Grad. Das heißt, es wird noch als ein wunderschön angenehmer, milder Tag. Die Sonne scheint schon und strahlt. Aber wie gesagt, in der Früh ist es schon ratsam, ein bisschen wärmere Kleidung zu tragen. Und genau deswegen, und da kommen wir dann auch gleich auf das, was ich meine, ist natürlich die Bauqualität in Paraguay im Sommer für die Isolation, das Draußenhalten der Wärme, aber auch im Winter für das Isolieren gegenüber der Kälte in der Nacht wichtig. So, und bevor ich jetzt loslege mit dem, was sich verändert hat, eine Bitte noch. Wenn Ihnen das Video gefällt, Daumen hoch. Denn am Daumen hoch sehen wir, es gefällt Ihnen. Und das motiviert uns natürlich immer, immer mehr, dass wir uns darüber freuen und weitere Videos erstellen. So, diese Woche hat sich hauptsächlich der weitere Innenausbau und das Verputzen außen der beiden ersten Haushälften verändert, weiterentwickelt. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ja, jetzt bin ich im kleineren Haus, im Haus Kolibri. Und letzte Woche hatten Sie hier noch raue Wände gesehen. Und genau das hat sich verändert. Das Erdgeschoss ist bis auf den Träger da oben vollständig fertig verputzt. Hervorragend. Und Sie sehen schon, auch die Wandfarbe wird heller. Das heißt, hier trocknet die ganze Sache schon seit ein paar Tagen wunderbar aus. Hervorragend, gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, man sieht es auch am Video, es wird gleich heller. Und Sie werden sehen, wenn der Maler hier war und hat das Ganze dann auch mit einer hellen Farbe gestrichen, wird es automatisch ohne Licht sogar nochmal ein paar heller und freundlicher. Schauen wir uns an, wie es oben aussieht. Ja, jetzt bin ich im ersten Stock und auch hier alles schön fertig verputzt. Man sieht, das haben Sie nach dem Erdgeschoss gemacht, denn hier sind die Wände noch ein bisschen feuchter und ein bisschen dunkler. Auch der Boden ist bereits gemacht worden, das heißt der Estrich lief. Wunderbar, alles vorbereitet, dass hier als nächstes der Fliesenleger rein kann. Und genau das ist, was bereits im Nachbarhaus, im größeren Haus, im Haus Orchidee passiert ist. Da war der Fliesenleger schon da. Und genau das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ja, und jetzt stehe ich im Erdgeschoss vom Haus Orchidee. Und hier war nämlich letzte Woche auch schon alles verputzt. Wobei man sieht auch hier, es ist auch mittlerweile der Treppenaufgang hinten verputzt. Oben ist alles verputzt. Hervorragend. Und hier unten, wenn ich auf dem Boden sehe, da sind alle Vorbereitungen für die letzte Estrichschicht da. Das heißt, das hier, das ist genau wie bei den Wänden, das hat mir in einem der vorigen Videos schon gesagt, das wird vorbereitet, dass die Handwerker wissen, wie hoch der Estrich, die letzte Schicht aufgetragen werden muss, dass das Ganze auch eben ist und dass es nicht wellig wird. Sehr schön. Ja, in der Toilette sieht man natürlich jetzt wenig, deswegen gehen wir nicht rein, denn da, es gibt kein Fenster, ist auch nicht geplant bei der Toilette, deswegen brauchen wir hier nicht, um das Ganze sehen zu können. Das werden wir in ein, zwei Wochen uns anschauen, wenn der Elektriker seine Kabel gezogen hat. Und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Ja, und jetzt sind wir im ersten Stock vom Haus Orchidee. Und Sie hören schon ein Winseln. Das ist einer. Na, komm mal her. Nina, komm mal her. Ja, meine Süße, hallo. Einer unserer beiden Neuzugänge. Einer unserer beiden Wachhunde. Und Sie sehen, passen auf, kläffen auch toll, sind aber, ich darf gar nicht sagen, auch sehr schmutzig. Also man sieht hier, ganz liebe zwei Wachhunde haben wir hier bekommen. Alles in Ordnung. Ja. Und nachdem Sie mich jetzt so mit Nina hier schon sehen, Sie sehen auch unter uns, hier wurden bereits die Fliesen verlegt. Und genau das ist der Fortschritt hier im größeren Haus
Das heißt, im ersten Stock in beiden Zimmern sind bereits die Fliesen verlegt. So, schauen wir uns das doch auch mal im kleineren Zimmer an. Sitz, Nina, Sitz, Nina, Sitz, Sitz. Na, das kann ich nicht. So, ich bin im zweiten Zimmer im Haus Orchidee und sehe Nina, sie hat uns begleitet, aber jetzt reicht es dann auch wieder, schaut sich noch ein bisschen um. Ja, was ich noch zeigen wollte, ist das Fliesenmuster, was hier gewählt wurde. Es ist ein Parkettoptik. Uns gefällt sie sehr, sehr gut und ist auch sehr schön verlegt worden. Wunderbar. Wenn das Ganze dann auch... Luna meint. Luna? Luna! Benni, Jacke, komm her. Haben Sie gerade den zweiten Hund im Hintergrund gehört? Traut sie wahrscheinlich noch nicht hoch. Luna! Na, ich stelle Ihnen Luna auch gleich nochmal vor, wenn Sie sich schon so bemerkbar machen. Gehen wir runter und schauen, wo sie ist. Ja, und hier sehen Sie beide zusammen. Das hier ist Luna und das ist Nina. Nina hatten wir ja oben schon, das ist braune. Und das ist die Luna. Beide schätzungsweise 1,5 Jahre alt. Und ja, ganz süße. Wir kommen auch gut mit den Katzen zurecht, sind wir mit Katzen aufgewachsen. Dann werden wir auch mit zwei Katzen. Ja, macht man nicht. Übrigens, im Hintergrund hören Sie einen Rasenmäher. Das ist übrigens, und da werden wir auch nochmal ein extra Video machen zur Philosophie des Zen-Gartens in Paraguay. Hier ist ja alles betreut. Das heißt, Sie müssen sich um Rasen mähen und dass hier alles auf der Anlage sauber ist. Und Dankeschön. Da müssen Sie sich gar nicht drum kümmern. Dafür gibt es natürlich den sogenannten Capataz. Das heißt, er wird hier alles in Schuss halten, sauber halten und in Ordnung halten. Das heißt, Sie genießen hier einfach zu wohnen. Und wie gesagt, hier werden wir nochmal ein eigenes Video machen, damit die ganze Philosophie des Zen-Gartens nochmal erklärt und dargestellt wird. Zusätzlich zu unserem Wochenvideo gibt es heute jetzt hier einfach auch mal einen Eindruck davon, wie es am frühen Abend bei uns aussieht. Leider sieht man das nicht so schön, aber der Himmel ist hier blau-rosa. Und ja, schaut mal, so sieht es bei uns aus. Wir sind dabei, da hinten den Maschendrahtzaun durch so richtige Metallplatten zu ersetzen, damit es hier einfach sicherer wird, wenn wir weiterbauen, damit die Baumaterialien einfach nicht so offen sichtbar sind. Hier unser Kind schon noch in seiner schönen Pracht. Die Pflanzenkläranlage, da wird morgen dran weitergearbeitet. Und ja, hier noch der Garten. Einfach so als kleiner Einblick für euch, wie das hier so am frühen Abend aussieht in der Dämmerung. Was ihr hier seht, ist unsere Pflanzenkläranlage. Das sind jetzt hier die Einlaufrohre verlegt worden heute und als nächstes wird jetzt dann bepflanzt. Also nachdem die verschiedenen Schichten an Materialien nacheinander aufgetragen wurden, als letztes eben dieser Sand, sind heute diese zwei Rohre für die Verteilung reingekommen. Und ja, wie gesagt, in einigen Minuten werden wir starten und die ganzen Kanas und andere Pflanzen hier in das Beet einbringen. Gestern Abend war es dann schon ein bisschen spät und die Abenddämmerung ging rein. Deshalb jetzt am nächsten Morgen, so sieht momentan die Pflanzenkläranlage aus. Ja, die Kanas und andere Pflanzen sind sehr übersichtlich gepflanzt worden, weil die sich jetzt nämlich sehr stark vermehren. Manche schneller, manche langsamer, aber in ein paar Monaten wird es alles hier sehr voll sein. Und wenn wir es jetzt voller machen, dann müssten wir zwischendrin eben immer wieder ausdünnen, weil es dann zu voll wird. Ja, also, nur dass ihr einen Einblick kriegt. So sieht die Pflanzenkläranlage momentan aus. Gepflanzt ist alles, was wir brauchen und in den nächsten Monaten werden sie sich vermehren, werden blühen in den verschiedensten Farben. So, und jetzt noch eine Kleinigkeit und Sie sehen einen neuen Zaun. Das heißt, wir haben uns, naja, und wir werden natürlich begleitet von unseren beiden Wachhunden. Der Zaun. Wir haben uns entschlossen, jetzt um den Teil des Zen-Gartens, wo noch keine Mauer ist, einen Chapa-Zaun, einen Blechzaun
Metallzaun hinstellen zu lassen, damit wir geschützter sind für die nächsten Bauphasen. Denn, wie gesagt, hier wo ich stehe, kommen noch mal zwei Doppelhaushälften hin. Also ein Haus mit zwei Doppelhaushälften. Und am anderen Ende kommt ja noch ein zweites Haus hin, auch mit zwei Doppelhaushälften, also vier Stück. Und auch der Teil, die Verbindung zwischen den beiden Häusern dann am anderen Ende, wo das Fitnesscenter reinkommt, das muss ja in den nächsten Phasen wird das gebaut. Und da wird natürlich deutlich mehr Material hier am Grundstück gelagert werden. Dann haben wir uns entschlossen, hier mit dem Metallzaun das Ganze dicht zu machen, wie es auch alle anderen Baustellen machen. Einfach, dass das gesamte Material, was wir benötigen, hier nicht so offensichtlich rumliegt. Und genau deswegen haben wir das angefangen. Und Sie sehen auch, hier kommt nächste Woche dann auch die Einfahrt, die Baueinfahrt hin, dass eben auch Laster ihr Material hier reinfahren können und abnehmen können. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, wir freuen uns drüber. Schöne Woche und bis hoffentlich nächste Woche hier Sengaben Team Paraguay. Tschüss!